Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf KC Rebel Medizin, heißt der Song, produces das Ganze bei NMD. Leute, ihr wisst Bescheid, ich sehe ein bisschen fertig aus, aber ist auch egal. Ich habe einfach Bock auf Reactions und ihr seid am Start, das freut mich. So, was haben wir hier am Start? Wir haben hier sowas Editiertes. Immer wenn ich sowas Editiertes sehe und KC Rebel dazu, dann muss ich an den Track von KC iPhone 17 denken. Kennt wer noch diesen Track und dieses Video dazu? Das ist jetzt schon, ich glaube, 6 Jahre, vielleicht 7 Jahre her. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hatte kurz so einen Gedanke. So. Produce haben wir gesagt. Mix ist von Lex Barkay, Digi. Lex Barkay, einfach King. Mix, du liest ihn überall. Mastering von King heißt auch. Drawings, Animations und Edits, ganz wichtig hier von Raphael. Raphael, ich bin sehr drauf gespannt, weil ich finde sowas richtig, richtig cool und habe auch immer sehr, sehr, ja, großen Respekt vor sowas. Deswegen, let's go. Medizin, seine Medizin. Ich finde das so auch cool, dass man sowas hier macht. Wenn der Künstler, ich sag mal, keine Zeit hat für ein Video oder irgendwie nicht das und man sich dann denkt, lass uns sowas machen, das ist viel, viel geiler, als einfach nur so ein Cover hinzuklatschen. Meistens ist es auch geiler als ein Musikvideo mit dem Künstler. Sowas ist, finde ich, immer cool, ist sehr kreativ. Gib ihm jemand seine Medizin, weil zu viel Bullshit auf der Welt gibt. Schließt er die Augen fest und schläft tief. Weil so viel Bullshit auf der Welt gibt. Schließt er die Augen und schläft tief. Auch was man hier so gerade im Fernsehen, was hat man denn hier so alles gesehen? Den Big Mac, hier so Plastik, Umweltverschmutzung. Mann, ey. Traurig, aber wahr. Gestern Nacht hatte er einen Traum. Alle Menschen sahen gleich aus. Ist das echt oder ein Traum? Wieso sehen die alle gleich aus? Sehr interessant. Gestern hatte er einen Traum, ne, also KC Rap ist der in der Mitte, ne, stellt ja KC da. Alle Menschen sahen gleich aus. Sehr interessant gerade. Ich freue mich voll gerade auf das Video. Wir gehen zugrunde und haben Spaß daran. Ist das die Matrix oder sind wir alle Schlafwandler? Vielleicht muss mal ein Nazi in die Gaskammer oder vielleicht muss man das Weiße aus. Ich finde das so traurig, aber es ist einfach so Realität, dass wenn du rausgehst, ne, und einfach mit diesem Bild konfrontiert wirst. Hier, die Personen sind am Handy und gucken gar nicht mehr nach vorne. Nein, es ist nur noch das Handy. Zu jeder Scheiße muss ein Bild gemacht werden. Alles Unnötige muss gepostet werden. Ich bin wirklich glücklich, dass ich nicht so bin, ey. Aus mal schwarzer Mann, Subhanallah, ich hab's kapiert. Manchmal muss etwas passieren, damit was passiert. Wollen nach den Sternen greifen, kennen keine Grenzen mehr. Das ist wirklich so ein krasses Video und so, auch wie KC, die Lines, die sind so passend. Wirklich, also großen Respekt hier wirklich mal an Raphael Gudelius. Hammer. Vielleicht bringt dir der Fortschritt uns dem Ende näher. Diese Welt gibt schon zu lange, wer sind eigentlich wir? Wer gewinnt, wer verliert? Ich schere Stein Papier. Als wäre. Vielleicht bringt das neue iPhone 25. Krass. Ich weiß noch eher mit iPhone 17. Vielleicht bringt auch der Fortschritt uns Menschen um, ne? Guck mal, du siehst hier die Roboter, die Menschen auf der Straße, die sitzen da. Ich sag's euch jedes Mal, würde mich jemand fragen, Mehmet. Lieber ein Ticken zurück in die Vergangenheit, natürlich auch keine Kriege und sowas, ne, bin ich ja auch, will ich ja auch nicht leben in der Zeit. Lieber ein Ticken zurück in die Vergangenheit oder ein großes Stück in die Zukunft und dort weiterleben. Ich würde die Vergangenheit wählen als die Zukunft. Das alles vorprogrammiert und wir sind Roboter hier, die im Orbit rumirren. Medizin, seine Medizin. Gib ihm jemand seine Medizin. Weil zu viel. Finde ich irgendwie ganz wichtiges Ding, was KC ja, rausgebracht hat jetzt gerade. Ein ganz, ganz wichtiges Ding, was er rausgebracht hat. Krass. Krass, wie sich die Welt einfach so schnell ändert.
Also die jetzige Zeit, in der wir leben, und ich stelle mir das jetzt mal so 15 Jahre später vor, und dann wird so die nächste Generation sagen, was? Ihr habt so gelebt, ihr habt euch angestellt und wart einkaufen. Heute bestellst du dir was und zack, ist es da. So. Bullshit auf der Welt gibt, schließt er die Augen fest und schläft tief. Gestern Nacht hat er einen Traum. Alle Alle Menschen Menschen sahen sahen gleich gleich aus. aus. Ist das echt? Das ist, ich auch musikalisch muss ich ein bisschen was auch sagen. Und ich muss sagen, die Hook gefällt mir auch. Gestern hatte er einen Traum. Alle Menschen sahen gleich aus. Das gefällt mir. Also von der Melodie her gefällt mir das. Das ist direkt in meinem Kopf, hat auch Ohrwurm, Potenzial. Hat einen Ohrwurm gelandet. Wieso sehen ihr alle gleich aus? Zu viel Konsum, zu viel dies und das. Ich hab keinen Hunger, ich bin viel zu satt. Was stand da? Was stand da? Wirf's weg. Primer. Jeden Tag neue Kollektion. Ja, zu Kohlekraft. Krass. Primer. Da fehlen natürlich noch ein paar Buchstaben. Wissen wir, glaube ich, alle, was gemeint ist, oder? Gehe ich persönlich nicht einkaufen, nee. Ich gehe auch an sich nicht einkaufen, man bestellt sich heutzutage nur noch. Also so mache ich es. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt in dem Laden war und mir Kleidung gekauft habe. Ehrlich jetzt. Zu satt, keine Bob Marleys mehr, zu wenig Biggie Bucks. Es sind viel zu viel Kardashian, zu viel Elon Musks. Zu viel Filter, aber viel zu wenig Seele. Hier im digitalen. Keine, ey, das war krass. Keine Biggies mehr, keine Tupacs mehr. Also ich persönlich höre es ja noch jeden Tag. Ich bin halt, ja, Diggi, Tupac ist halt noch eine Legende, ja, aber ich bin, fühle einfach Biggie mehr, fühle die Beats von Biggie mehr. Und ich finde es cool, also dass man trotz, dass man in so einer Zeit lebt, noch so an der Vergangenheit so festhält. Das gefällt mir sehr und das finde ich voll wichtig für mich. Jeder ähnlich, ob Scherben an den Füßen oder volle Shoppingtüten. Am Ende bleiben sowieso nur unsere Knochen übrig. Venice Beach, kippe den Hennessy. Alter, was. Burger King, ne? Burger und was für ein billiges Fleisch das auch ist. Mit 30.000 Geschmacksverstärkern. Ich bin an sich selten bei so einem Burger King mit McDonald's und sowas alles, ne? Die ich ganz selten essen, aber. Die, das ist so viel Message in dem Song. Sterben mir für ein Italian Beef, kein Plan. Wer mich hasst oder wer mich liebt, smoke. Kelly Weed für die inneren Pestizide, wo es. Krass, 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 krass. Ich bin sprachlos, Leute, ich bin sprachlos. Was soll ich sagen? Seine Medizin, seine Medizin. Gib ihm jemand seine Medizin. Weil zu viel Bullshit auf der Welt gibt, schließt er die Augen fest und schläft. Schläft tief. Das ist eine gute Hook. Das ist eine gute Hook. Und das ist von Casey ein sehr, 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 sehr krasses Ding. Abgeliefert. Da finde ich so geil. Das, stellt euch mal vor, hier wäre nur ein Cover. Nur ein Cover. Das Ding wäre nur halb so geil. Sind wir ehrlich, das Ding wäre nur halb so geil. Gestern Nacht hat er einen Traum. Alle Alle Menschen Menschen sahen sahen gleich gleich aus. aus. Ist das echt oder ein Traum? Ja, Leute. Wir neigen uns dem Ende zu. Bin irgendwie voll happy, dass ich darauf noch reagiert habe. Ganz, ganz wichtiges Ding. Leute, wenn immer so Sachen sind, ne? So, keine Ahnung, wenn es so Songs sind, die so einmalig sind, zum Beispiel sowas hier, wann hört man sowas und sieht sowas, dann lasst es mich immer in den Kommentaren wissen, Leute. Wieso sehen ihr alle gleich aus? Krass, ja, Mann. Leute, das war's. Mit der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, checkt unbedingt das Ding ab. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.